Hallihallo, herzlich willkommen zur wunderschönen neuen Folge von Wartender. Ja, wir haben ja letztens eine Panzerschlacht gehabt, die war gerade, sagen wir mal, super, in Anführungsstrichen. Wir gucken mal jetzt, ob wir jetzt ganz schnell eine Luftschlacht kriegen. Und ansonsten geht's ja dann gleich los. Tja, was gibt's eigentlich noch zu erzählen? Streams werden auch zukünftig wieder öfters kommen. Sagen wir mal, mit GTA 5 bietet sich das gerade so ein bisschen an. Weil ich wollte das eigentlich als Let's Play machen, aber ich habe mir überlegt, GTA 5 als Let's Play auf YouTube. Es gibt schon mittlerweile so viele Videos, die GTA 5 geletsplayt haben. Also so viele Let's Player meine ich, die das Let's Play haben. Und ja, ich finde das ja, weiß nicht, man könnte sagen, dass man mit dem dass die mit der PC-Version dann das noch mal als Let's Play so machen. Ja. Wenn ihr was irgendwas blubbern oder rauschen gehört habt, das war meine Dampfe. Und dann, ja, ich dampfe jetzt wieder mal. Ja. Ist auch ganz gut und auch wesentlich gesünder als Rauchen. Aber trotzdem, ab 18. Yep. Gut, was gibt noch zu sagen? Ja, man, wie soll ich denn das sagen? Es ist so, wenn ihr streamt, ich würde ja gerne streamen. Oh, ich habe einen Ping von 47. Gut, ich kann eigentlich mein Zeug wieder ein bisschen runterstellen. Einmal den Flughafen einnehmen. Und ich habe jetzt die Grafik hier auf Maximum gemacht. Auf Max. Das heißt, es ist so viel. Also hier bei denen müssen wir die Panzerwagen und die Flaks aus. Damit wir erstmal A gesichert haben. Das ist nämlich meine Idee. Am besten so fliegen, dass die uns eigentlich nicht sehen, aber die sehen uns schon, weil wir A schon erobert haben. Total blöd. Auf jeden Fall folgen wir uns noch nicht. Bodeneinheit zerstört. Machen wir das. Man sieht man so schlecht. Haben wir. Aber wie gesagt, hier haben wir noch zwei Flaks. Ah,
Verdammt. Verdammter Mist. Aber es war nicht schlecht. Ohne Bomben. Puh. Da muss ich noch fliegen. Da muss ich noch fliegen, damit ich die Bomben noch kriege. Oh, wir haben schon wieder B verloren. Natürlich doof. Weil nämlich die Panzer waren. Aber wir müssen da ein bisschen, weil mit den Bombern das ist echt ja. Jetzt haben wir nämlich B und C, das ist nämlich doof. Wir müssen nämlich die Panzerwagen weghauen. Panzerwagen, ey, einfach. Nämlich zwei Panzerwagen. Zwei Stück. Mann. Wo ist der Panzerwagen da? Verdammt. Ich krieg da keine Bomben, oder? Ich brauche einen Bomber. Einen Bomber. Dieser fucking Panzerwagen. Drei Stück sogar. Mit denen wird man ja nie holen, aber... Normalerweise müsste man ja relativ gut sein. Wo sind eigentlich Pitman? Da drüben. Ganz alleine. Pitman, komm zu dir. Nein, du eroberst nicht A. Hast du verstanden? Gut. Alles klar. Wir haben den Zuflussfall genommen. Jetzt müssen wir ihn aufhalten. Schaffen wir nicht mehr.
verdammt. Das ist echt nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist echt Kacke ist das. Aber da Ding weg. Yeah. Komm. Ach verdammt. Mann, jetzt waren die Panzer weg gewesen. Mist. Entschuldigung. Es waren nämlich die Panzer weg gewesen. Einfach so. Das ist doch. Genau, die 7 mm kannten sie einfach kaufen. Kaufen. Und dann einfach hier eine neue rein. Guck mal. Ein Bonbon. Forschen, kaufen. Weil ich aber noch einen vollwertigen Bomber habe, wenigstens. Abbrechen. Ja, gut. Damit ich wenigstens noch einen vollwertigen Bomber habe, etwas. Ist jetzt ein bisschen fies, aber ich musste das jetzt machen, weil ohne so einen vollwertigen Bomber kann man nicht. Ich könnte noch die Vitalität noch mal erhöhen. Mannschaft siehst du, guck. Meine Bordschützen müssen besser sein, also hier auf jeden Fall. Alter Schwede, Bodenpersonal, guck, Waffeninstandsetzung, das einfach nur, damit die Reparaturgeschwindigkeit höher geht und dann hier noch. Brauchen mehr G-Toleranz und so weiter. Einfach nur die Wachsamkeit erhöhen. Hier Wachsamkeit und scharfe Sicht. Weil dann kann ich die nämlich ein bisschen weiter sehen. So, dann machen wir hier noch so ein bisschen die Piloten noch hier. Und die Vitalität. Wenden wir das an. Dann kann ich die Qualifikation auf Experte erhöhen. Das heißt, okay, gut. Das ist nämlich nicht schlecht. Da haben wir nämlich nochmal plus 30. Und die Nachladegeschwindigkeit auch nochmal plus 30. Wir können ja noch ein bisschen die Punkte raushauen. Weil das ist nämlich nicht schlecht. Bordschützen hat er ja eigentlich gar keinen. Der hat ja nur einen. Aber man kann ja wenigstens ja die Vitalität erhöhen, ja, und G-Toleranz. Bodenpersonal auf jeden Waffeninstandsetzung. Die Nachladegeschwindigkeit ist bei weitem. Wichtiger. Gut. Ja, die Wachsamkeit und ja. Zack. Qualifikation. Da brauchen wir 100 Punkte. Oder machen wir hier ein bisschen G-Toleranz noch. So. Zack. Ja, reicht nicht ganz. Aber damit wir auch nur die Vitalität erhöhen, ein bisschen. Hier und die scharfe Sicht. Die scharfe Sicht bringt. Die Sichtweise des okay, und die Wachsamkeit. Okay, gut. Dann machen wir das so. Die Ausdauer, ja gut, da haben wir ja kein Bordschützen drin, ne? Waffeninstandsetzung. Reduzierte über okay. Und hier war die Nachladegeschwindigkeit. Nach dreifach kann es reduziert werden. Reparatur, ja gut. Ist auch irgendwo. Ja komm.
Vitalität. Hier brauchen wir das nicht. Gut. Mannschaft. Ach, hier haben wir nur 30. Hier mal mehr auf die Vitalität und auf die Wachsamkeit. Und die Ausdauer. Was noch? Die Ausdauer. So. Ja. Gut. Haben wir das. Mannschaft sind auch nur 24. So, und dann machen wir die Mannschaft noch. Machen wir am besten die Folge so ein bisschen mit Vitalität und sowas. Einfach noch alles mal so ein bisschen erhöhen hier. Nachteilegeschwindigkeit auf jeden Fall. Und hier Reparaturgeschwindigkeit. Bodenpersonal, Waffeninstandsetzung kommen hier ein bisschen. Bordschützen brauchen wir nicht hier. Haben wir. So. Griffsicherheit und. Ja. Gut. Ich glaube, das war es erstmal für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben und wir sehen uns zur nächsten Folge mit einer neuen Luftschlacht. Und ich sage Tschüss, Ciao und auf Wiedersehen. Bye, bye.